liebe Freunde der großen kleinen Bahn. Es gibt ja auf meinem Kanal schon zwei Videos, wo es darum geht, eine ganz bestimmte Baureihe vorzustellen. Meistens waren es eine ganz bestimmte Baureihe. Das letzte Mal ging es um die Baureihe 71. Da habe ich dann neben der, um die es mir eigentlich ging, dann auch noch mal ein paar andere vorgestellt. Und in diesem Stil soll es heute weitergehen. Und zwar geht es heute um, naja, eine Baureihe, die wahrscheinlich viel bekannter ist als das, was ich vorgestellt hatte. Nämlich um die Baureihe 18. Die Baureihe 18 ist stellvertretend für die Schnellzuglokomotiven der deutschen Länderbahnen. Also die einzelnen Länderbahnen haben ja vor dem Ersten Weltkrieg oder teilweise während des Ersten Weltkrieges Schnellzuglokomotiven entwickelt, die auch nach einer ganz bestimmten Achsfolge, das erkläre ich dann nachher alles noch, also 2C1 nennt sich das. Und diese Länderbahn-Schnellzuglokomotiven mit dieser Achsfolge sind dann in der Baureihe 18 zusammengefasst worden. Ja, und das wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Viel Spaß! Wenn ich heute von Baureihe 18 rede, dann haben wahrscheinlich die meisten diese Lok hier im Hinterkopf. Allerdings soll die nur ganz kurz Gegenstand dieses Videos sein, weil die eben auch die Nummer 18 trägt. Warum? Darauf gehe ich nachher noch ein. Das ist allerdings eben keine Länderbahn-Lok, denn sie hat ihre Ursprünge in dieser Baureihe hier, die Baureihe 61, die Zuglok für den sogenannten Henschel-Wegmann-Zug. Ja, und die ist erst deutlich später entstanden. Also die 6101, die ist Baujahr 1935 und die, sagen wir, die Lok, die die Grundlage für die 18201 ist, also die 61002, ist erst 1939 gebaut worden. Das ist also lange nach der Länderbahnzeit. Um einen Überblick zu bekommen, welche Lokomotiven zur Baureihe 18 gehören, haben wir hier wieder Wikipedia im Internet aufgeschlagen und haben hier die einzelnen Baureihen. Also wir haben jetzt die 18.0, das wäre die sächsische, die 18.1, die württembergische, 18.2, badische 4F und die badische Staatsbahn ist hier mit zwei Baureihen vertreten. Na, die haben auch die 18.3, das ist die 4H, die gucken wir uns alle noch einzeln an. Dann haben wir die bayerische S36, also ich sage jetzt hier mal S36, normalerweise heißt es eigentlich S36, aber ich habe mir es immer falsch angewöhnt, also bleibe ich auch dabei. Na, das sind also die Baureihen 18.4 und 18.5. Was wir nicht betrachten, ist hier die polnische Baureihe 18.6. Und dann haben wir hier nochmal eine 18.6, das sind die von der Bundesbahn umgebauten bayerischen S36, die es im Modell mal für Fleischmann gab. Ja, und dann gibt es noch eine Turbinenlok 18.10, die werden wir heute auch nicht berücksichtigen. So, und dann haben wir noch DR 18.201 und 314. Die 201 ist, haben wir gerade im Bild gesehen. Das ist also die aus der 61 umgebauten Lok, die Deutsche Reichsbahn quasi umgebaut hat, weil sie schnell fahrende Lokomotiven für Testzwecken brauchte. Da ist also auch eine badische 4H umgebaut worden. Das ist die 18.314, da können wir hier auch gleich mal klicken. Na, da haben wir, naja, schön ist das Bild nicht. Hier haben wir das, also diese Lok. Na, das ist, die steht heute in Sinsheim im Museum. Wir schauen uns die einzelnen Baureihen an. Da haben wir zuerst die
sächsische 18H. Also 18 und 18, also auch die Länderbahnbezeichnung ist auch 18, das passt hier gut zusammen. Klicken wir mal drauf. Das sind 10 Stück noch gebaut worden. Und die sind 1917, 18, also mitten im Krieg, in Dienst gebaut und in Dienst gestellt worden, sind also 1965 ausgemustert worden. Im Modell gibt es die Lok neben einigen Kleinserienfabrikaten von Gütsold. Die habe ich hier in meiner Sammlung. Die ist momentan noch eine Apparat-3-Lok, das wird sich allerdings früher oder später noch ändern. Als nächstes haben wir die württembergische C. Das ist die 18.1. Ja, da haben wir hier ein Bild vom Vorbild. Naja, nicht so von besonderer Qualität. Die im Design vielleicht auch von den anderen ein bisschen abweicht. Ja, die ist von 1909 bis 1921 gebaut worden. Also auch nach der Länderbahnzeit sind dann also noch ein paar Lokomotiven nachgebaut worden. Wahrscheinlich auch um Verluste abzudecken, die dann im Ersten Weltkrieg auch durch die Reparationsleistung entstanden sind. So, schauen wir nochmal, wenn sie ausgemustert sind. Schon 1955 wurden die ausgemustert. Also sie haben es noch zur Bundesbahn geschafft und sind aber eben relativ zeitig aus dem Betriebsdienst verschwunden. Im Modell gibt es die Lok von Märklin und als Gleichstrommodell von Trix und von Rocco. Das, was wir hier sehen, ist die Rocco-Lok. Als nächstes haben wir die badische 4F. Das wäre dann jetzt die 18.2. Das ist die älteste dieser 18er Baureihen. Hier haben wir mal ein Bild. Hat ein sehr außergewöhnliches Design. Wenn man vor allem hier das Führerhaus betrachtet, ist das typische Windscheidenführerhaus, was ja viele Lokomotiven der damaligen Zeit hatten, also viele Schnellzuglokomotiven, muss man dazu sagen. Und hier hat man also konstruktiv, sagen wir, einen sehr außergewöhnlichen Weg gewählt, weil wir haben also hier dieses Fensterchen, wo der Lokführer nach vorne schauen kann. Und hier hat er dann quasi noch ein zweites Fenster, was also auch so nach vorn gerichtet ist, wo er also einen Blick auf die Strecke hatte. Das war die erste in Deutschland gebaute sogenannte Pacific-Lok. Diese Bauform wurde abgeleitet, also der Name wurde abgeleitet von amerikanischen Maschinen mit der gleichen Achsfolge. Also wir haben vorne ein Drehgestell mit zwei Laufachsen und dann haben wir drei gekuppelte Achsen. Und noch eine sogenannte Schleppachse. Ne? Also 2C1. Das ist diese Achsfolge. Der Tender wird dabei nicht berücksichtigt. Ja, da dies die erste Pacific-Lok war in Deutschland, hat man dann bei der 18201, die wir ganz am Anfang gesehen haben, auf diese Baureihe wieder zurückgegriffen, um der quasi ein kleines Denkmal zu setzen. Na, und hat das eben sozusagen doppelt besetzt. Na, also in Zweitbesetzung 18201 diese Nummer wieder verwendet. Ja, wann wurde sie gebaut? Die erste wurde 1907 gebaut und die sind dann also bis 1913 gebaut worden. Ja, das ist die einzigste Maschine in diesem Video, die ich selber als Modell nicht habe, deshalb musste ich hier mal zurückgreifen auf eine Seite. Das ist Ostertuncom und der hat hier quasi wahrscheinlich seine Sammlung zusammengestellt in Bildern, hat also die sogar in mehrfacher Ausfertigung. So sieht das Modell aus. Ich habe noch nie irgendwo eine gesehen, die also bei eBay oder wo auch immer im Handel war. Das ist auch weit über dem, was ich da also als Geld für eine Lokomotive ausgeben würde. Na, das ist also hier
Ist aber ein wunderschönes Teil. Also man hätte sowas schon gerne in der Sammlung. Aber finanziell ist das also völlig außerhalb der Reichweite. So, und zum Schluss müssen wir mal gucken, hier unten haben wir dann auch noch die Reichsbahn-Version. Ob das, haben wir wieder die Diskussion mit den Farben, ob die je schwarz-rot war, kann ich nicht sagen, weil ich jetzt nicht aus dem Kopf weiß, wann die ausgemustert wurden. Na, also diese Farbgebung, die kam ja erst 1926 als Norm, also auch als Vorschrift, und galt dann erstmal nur für alle neu gebauten Lokomotiven. Also ob die hier je schwarz-rot war, das kann ich nicht sagen. Dann haben wir hier die zweite badische 18. Müssen wir mal gucken, das hier ist eher ein neues Bild. Ne, haben wir nicht. So, das wäre allerdings dann schon die umgebaute Bundesbahnausführung mit den Witte-Windleitblechen. Das ist also eine Lok, die hier als Denkmal steht und die nicht betriebsfähig ist. Also ich habe mal noch eine, das war die 18316. Die habe ich noch im Betrieb erlebt. Und die ist aber auch nicht mehr, weil es eben auch eine sehr komplizierte Konstruktion ist. Ich weiß nicht, was mit der Lok ist, was es da für Schadensbilder gibt, wieso die nicht wieder aufgearbeitet wird. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Maschine. Ja, das war dann die Nachfolgerin der 4F. Die wurden dann von 1918 bis 1920 gebaut. Das heißt also, auch nach dem Ersten Weltkrieg wurden ein paar nachgebaut. Insgesamt 20 Stück. Das Besondere daran ist auch, dass sie dann in der Epoche 2 dann nicht mehr in Baden im Einsatz waren, sondern dass die nach Norden verlegt wurden. Also die waren dann irgendwo im Raum Bremen dann unterwegs. Also in der Epoche 2. Bei der Bundesbahn sollte sie dann ausgemustert werden, weil eben nicht alle 20 es in die Bundesbahnzeit geschafft haben und sozusagen die 20 das Mindestmaß war. Also alles, was weniger als 20 war, war eine Splittergattung und sollte ausgemustert werden. Allerdings hat auch die Bundesbahn Dampflokomotiven gesucht, die sie als Bremslokomotiven nehmen wollten für Tests. Und das machte sich besonders gut mit diesen Vierzylinder-Verbundmaschinen. Und da haben sie eben diese Baureihe, haben sie einige Loks dann sich dadurch erhalten. Im Modell gibt es die Lok wieder von Märklin. Von Trix habe ich sie jetzt nicht gefunden, aber es ist davon auszugehen, dass es die also auch von Trix gibt. Und es gibt sie auch von Lilliput. Das ist diese Maschine hier. Die gibt es auch in zwei Ausführungen. Die letztere hat ein bisschen schönere Räder als die Lok, die ich hier habe. Kommen wir zur Baureihe S36. Ja, hier wird es ein bisschen kompliziert, weil es hier erstens sehr viele Lokomotiven gab. Also insgesamt wohl 159 wurden gebaut, wenn das jetzt hier so stimmt, weil das ist hier etwas verwirrend dargestellt bei Wikipedia, die sich teilweise doch etwas unterschieden. Zumal wir ja auch, na, wir haben Baureihe 18.4, Baureihe 18.5 und dann die schon erwähnte umgebaute 18.6. Ja, der Reihe nach. Die ersten Maschinen sind 1908 gebaut worden. Das sind also die Bauserien A bis C. Die hatten also noch dieses Windscheidenführerhaus, was man also auch recht lange behalten hat. Und sie hatten ein relativ kleine Treibräder, also mit 1870 mm Durchmesser, durften aber trotzdem 120 Stundenkilometer fahren. Es war im Ganzen wahrscheinlich die, also überhaupt die leistungsstärkste 18er, also Länderbahn 18er, die gebaut wurde.
Und das war also wirklich ein großer Erfolg, diese Maschine, die hat sich auch relativ lange gehalten. Dann haben wir hier die Baserien D und E. Die hatten dann kein Windschattenführerhaus und hatten aber größere Treibräder. Die waren also quasi fürs Flachland gedacht, ne? Also die kleinen Treibräder bei dem vorhergehenden, bei der vor- und nachfolgenden Baserie sind ja deshalb so klein gewesen, weil Bayern ja überwiegend nicht unbedingt ein sehr flaches Land ist, sondern da es diverse Hügellandschaften gibt und auch diverse Steigungen, wo also die Schnellzüge dann auch befördert werden mussten, wo also die Lok auch mal, naja, etwas auf Steigung etwas mehr beansprucht wurde. Ja, die Serie D und E hatte dann eben kein Windschattenführerhaus mehr. Die hatte also ein gerades Führerhaus. Dann haben wir hier Serie F und Serie G. Na, Serie F waren noch drei Lokomotiven. Die Serie G war ein bisschen kürzer. Die war fürs pfälzische Netz und musste dort auf die 19 Meter Drehscheiben passen. Dann haben wir während des Ersten Weltkriegs sind also noch weitere 35 Lokomotiven gebaut worden. Ja, und dann wurde die Reichsbahn gegründet und dann wurden eben Baureihen, die sich besonders bewährt hatten, weitergebaut und da war eben unter anderem auch die S36 mit dabei. Und bei der S36 ist das Besondere, dass sie eben auch sehr, sehr lange gebaut wurde. Also sie wurde bis Anfang der 30er Jahre gebaut, einfach weil erstmal noch keine Schnellzuglok vorgesehen war, die also weniger als 20 Tonnen Achslast hatte. Die 03, die also diese 18er hier ablösen sollte, die kam erst deutlich später. Im Modell haben wir hier die Lok von Rocco. Das ist also eine sehr frühe Bauart oder Bauserie. Das wäre also jetzt die 18402. Das wäre die 18451. Das ist also eine der Lokomotiven mit den großen Treibrädern. Das Modell ist von Lilliput. Neu gibt es das von Trix und Märklin. Und die letzte 18er ist eine 185. Das wäre also die Nachbauserie. Die Lok ist von Lima. Die Konstruktion ist aber von Rivarossi mit dem sehr unsäglichen S-Drive. Also hier kann ich nur abraten, sich diese Maschine zuzulegen oder dieses S-Drive zu deaktivieren. Ja, und nun haben wir bis auf Oldenburg und Mecklenburg im Prinzip alle Länderbahnen durch und stellt sich natürlich die Frage, wieso gibt es keine preußische 18? Das liegt einfach daran, dass die Preußen sich immer sehr lange an einer Achsfolge festgehalten haben, weil sie natürlich als die größte deutsche Staatsbahn besonders darauf aus waren, sparsam mit ihren Entwicklungen umzugehen. Deshalb blieb man in Preußen bei der Achsfolge 2C und baute die S10 in verschiedenen Ausfertigungen. Dieses Modell hier ist von Rocco. Ja, und das ist ein Modell von Fleischmann. Das hat ein ähnliches Schicksal wie die S10. Auch hier hat man sich sehr lange an einer Achsfolge festgehalten und hat dann praktisch mit der S6 mit einer 2B-Maschine viel länger als bei anderen Länderbahnen die Schnellzüge befördert. Ja, das hatte dann auch zur Folge, dass also diese preußischen Konstruktionen, da sie immer die letzten waren, auch die stärksten Lokomotiven ihrer Baureihe waren. Zur Ehrenrettung der preußischen Staatsbahn hier noch diese Lok. Das ist die Baureihe 39, eigentlich eine Personenzuglok, die P10, und die hat auch sehr oft Schnellzüge befördert, vor allem dann, wenn es etwas hügeliger und bergiger wurde. Ja, und mit dem Bild möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch etwas weitergebracht. Ja, und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht was draus.